bin Senior Softwareentwickler bei der Micromata. Ich bin hauptsächlich im Backend-Bereich unterwegs, das heißt auch viel mit Datenbanken, vor allen Dingen Postgres und Oracle. Eine meiner Lieblingstechnologien ist dabei Liquibase. Es ist eine relativ einfache Lösung für ein relativ komplexes Problem, nämlich wie bekomme ich meine Entwicklungsdatenbanken und vor allen Dingen dann auch die Produktion letztendlich auf denselben Stand. Also ich kann damit verschiedene Systeme, angefangen von den Entwicklungsdatenbanken über die QS-Systeme bis hin zu den Produktionssystemen, die Datenbanken auf einen Stand bringen und zwar definiert auch updaten, sodass ich zum Schluss wirklich einen definierten Stand habe. Liquibase funktioniert prinzipiell so, dass ich Changesets schreibe. Das heißt, ich als Entwickler schreibe zum Beispiel, ich möchte eine neue Tabelle anlegen oder eine neue Spalte erzeugen oder auch eine Spalte umbenennen. Das differenziert das Ganze zum Beispiel von den Hibernate-Vorgehen, wo ich einfach nur neue Spalten anlegen oder entfernen kann. Das heißt, ich kann auch komplexere Sachen damit machen. Und dazu definiere ich Changesets, die ich nacheinander oder die Liquibase dann nacheinander ausführt und zum Schluss komme ich auf einen definierten Stand. Und diese Changesets, die kann ich entweder datenbankunabhängig schreiben in XML oder in YAML oder auch in JSON. Ich kann sie aber auch datenbankspezifisch schreiben als SQL. Als Alternative gibt es Flyway. Es kann im Prinzip Ähnliches wie Liquibase. Es ist ein bisschen anders von der Benamung her und es redet zum Beispiel nicht von Changesets, sondern es redet von Versionen. Bei Liquibase habe ich die Möglichkeit, meine Changesets in XML oder in YAML zu definieren und damit datenbankunabhängig zu arbeiten. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, SQL zu definieren, wie bei Flyway auch. Da kann ich dann auch datenbankspezifische Dinge mitmachen. Es ist dann leider auch datenbankspezifisch. Also ich kann dann nicht dasselbe Changeset verwenden, um Oracle und Postgres abzudaten. Also so eine Datenbankversionierung ist definitiv was man in der Entwicklung einsetzen sollte, weil diese, egal ob jetzt Liquibase oder Flyway, denn ich brauche eine Möglichkeit, mein Datenbankstand, mein Datenbankschema definiert abzudaten, sodass ich zum Schluss auch weiß, was ich in der Produktion letztendlich bekomme.